Gerechtigkeit. Die größten Superhelden-Teams der Welt tragen den Kampf für Gerechtigkeit schon in ihrem Namen. Die Justice League, die Gerechtigkeitsliga. Die Avengers, die Rächer. Gerechtigkeit. Dass jeder das kriegt, was richtig ist. Schwierig. Irgendwie haben wir jeder ein eigenes Verständnis von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Das liegt daran, dass wir vor allem unsere eigenen Bedürfnisse spüren, unseren eigenen Schmerz und spüren, was wir geleistet haben und deshalb das Gefühl haben, dass wir mehr verdient hätten oder besser dran sein müssten als ein anderer. Um das irgendwie auszugleichen, wird seit Anbeginn der Menschheit bestimmten Menschen in einem Dorf, in der Stadt, in einem Volk die Verantwortung gegeben, über andere, für andere zu urteilen, Gesetze zu erlassen oder einfach zu bestimmen, was ist gerecht, was kriegt jeder, was steht jedem zu, wie viel kriegt jeder oder welche Strafe bekommt jemand, der sich nicht dran hält. Und trotzdem, seit Jahrtausenden ist die Welt immer noch kein gerechter Ort geworden. Trotz aller Bemühungen, trotz aller Gesetze fühlen wir, dass Ungerechtigkeit herrscht, dass Menschen ungerecht behandelt werden. Die Superheldengeschichten, die zeigen, dass es übermenschliche Kräfte bräuchte, um für Gerechtigkeit zu sorgen, um dafür zu sorgen, dass die Armen beschützt werden, dass die Schwachen zu ihrem Recht kommen, dass das Böse besiegt werden kann. Die Geschichte von Jesus Christus, die klingt auch wie eine Superheldengeschichte. Da ist ein Mensch, der Dinge kann, die unmöglich scheinen, der die Kraft hat, Wunder zu tun, um den Willen Gottes den Menschen deutlich zu machen. Und am Ende, da ist der Held hilflos seinen Feinden ausgeliefert. Man hat das Gefühl, die Bösen hätten gesiegt. Und normalerweise in der Superheldengeschichte ist das der Moment, wo plötzlich mit einem Mal die Kraft wiederkommt und der Held doch noch die Bösen besiegt. Aber bei Jesus, während er am Kreuz hängt, da kommen nicht Millionen Engelscharen, holen ihn da runter, besiegen erst die römischen Soldaten, das gesamte römische Imperium und am Ende noch alle bösen Menschen. Nein, Jesus wird ausgelacht, geschlagen und getötet. Einer der faszinierendsten Superhelden für mich ist Black Bolt, der König der Inhumans. Seine größte Kraft ist seine Stimme. Mit einem Flüstern könnte er eine Stadt dem Erdboden gleich machen. Mit einem Wort ein ganzes Land verwüsten. Wenn er schreit, wird die Welt aufhören zu existieren. Und Black Bolt schweigt. Black Bolt hat sich dazu entschieden, sein ganzes Leben lang zu schweigen, weil ihm sonst alle leid täten. Ich glaube, Gott ist auch manchmal zum Schreien zumute.
Leute, wenn er sich anschaut, wie ungerecht wir mit unserem Nächsten umgehen, wie wir Menschen miteinander verfahren, was wir Menschen an Bösem tun. Ich glaube, wenn Gott alle Menschen, die jemanden anderen Unrecht getan haben, bestrafen würde, dann würde das so aussehen. Das kennen wir aus der Sintflutgeschichte. Ich glaube, dass Gott durch Jesus Christus uns gezeigt hat, was seine Gerechtigkeit ist. Sein Urteil über uns Menschen heißt Gnade. Gnade, das bedeutet, auf die Strafe, die jemand verdient hätte, wird verzichtet. Nicht, sondern Jesus Christus stellt sich an die Seite aller schwachen Menschen. Nicht um einige zu bestrafen für ihr Tun, sondern um alle zu erlösen. Und so hat er die Welt gerettet. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.